Wer ist denn eigentlich dieser Kayaf? Boah, keine Ahnung, wenn ich das wüsste, würde ich das in der Songnummer machen. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin ich halt. Hi. Hi. Wir sind heute auf dem Kayaf-Konzert in München. Und zwar ist es im Backstage. Hier haben wir schon viele, viele schöne Konzerte erlebt und sind total gespannt, wie es heute wird. Ja, und wir fragen uns jetzt eigentlich mal, wer ist dieser Kayaf? Schaut euch Kayaf an, kommt zur Chaos-Tour. Wir sind alle am Start. War es eine geile Show? Ja! Da hört ihr es. Kommt vorbei. Also natürlich haben wir eine Vorstellung, wer er ist. Genau, er ist ja, glaube ich, schon mal ein Mann. Er ist 23 geworden vor ein paar Tagen. Er ist blond, er hat Tattoos und er macht Musik auf YouTube. Und zwar schon ziemlich lange. Aber das ist alles super oberflächlich. Was wir aber als Fangirls wissen ist, keiner kennt den Künstler besser als die Fangirls. Deswegen fragen wir jetzt einfach mal nach. Ein YouTuber, ein sehr berühmter. Genau. Und was, richtig cool. Was unterscheidet ihn von anderen? Dass er sehr sympathisch ist, dass er lustig, ja, witzig. Genau, lustig. Dann, dass er für jeden Fan wirklich da ist. Er auch oft genug wirklich von Fans die Fotos liked und ab und zu auch mal kommentiert. Ich finde, der ist einfach irgendwie so, trotzdem so, auch wenn er so berühmt ist, so bodenständig geblieben. Ja. Genau, er ist bodenständig geblieben und wir sind froh, dass wir ihn kennen. Genau. Aber für jeden, der jetzt ihn nicht kennt, was macht der so? Also Deutsch, ich bin Deutsch Rap. So gute Laune Mix, kann man sagen. Genau. Wie würdet ihr sagen, hat er sich entwickelt? Ist es alles besser geworden? Mega. Ja, es hat sich echt krass verändert. Also ich habe ihn ja von Anfang an halt miterlebt. Ich habe ihn auf YouTube gefunden und das war so geil. Und dann immer so irgendwie verändert. Und gleich das erste Album, das war halt so krass. Und jetzt hat er einfach nochmal mehr draufgelegt und immer mehr draufgelegt. Und das ist einfach richtig krass. Und jetzt macht er, also jetzt rappt er nicht nur, sondern er singt auch. Also er macht beides in einem Song. Das Klavier. Ist halt auch Hammer. Gitarre. Ja. Spielt Klavier, Gitarre, Schlagzeug auf der Tour. Stimmt. Also ich hatte schon VIP in Berlin. Ich bin die Carina, 20 Jahre alt und bin, glaube ich, der größte Kayaf und T-Zone-Fan. Kann man ja hier sehen. Würdest du sagen, das VIP hat sich gelohnt? Ja, es hat sich gelohnt. Ich war im Januar und Februar auf dem ersten Teil von der Tour sechsmal dabei. Ich war auch an meinem Geburtstag da, wo Kayaf in Ingolstadt auf der Bühne mit allen Fans Happy Birthday für mich gesungen hat, was halt wirklich sowas von weltbewegend war. Und ich muss sagen, wenn ein Idol sowas macht, das ist einfach herzerreißend. Also man kommt rein und haben gleich vorm Eingang quasi unseren Beutel bekommen mit den ganzen Merch-Sachen, den er ja entworfen hat. Dann ist Soundcheck, danach Fotos, aber es dauert halt ein bisschen, bis die halt kommen. Und dann zum Unterschreiben. Die nehmen sich auch mega viel Zeit, weil man kann dann auch Grußvideos machen für Freunde, die ihn halt nicht sehen. Und man hat, wie gesagt, 3 Stunden Zeit. Oder 2 Stunden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also, Kayaf und T-Zone, 2 Musiker. Schreiben eigene Lieder, zurzeit auf Chaos-Tour, wer sie nicht kennt, machen super geile Mucke. Was soll ich sagen? Ich war vor 2 Jahren auf dem Konzert, mega geil, heute auf dem Konzert in München. Wer ihn nicht kennt, checkt die mal ab. Das Konzert heute war Bombe. Also wer sowas verpasst hat, tut mir leid, aber muss man sich einfach reinziehen. Gönnt euch, mir war es ganz Spaß gemacht. Kayaf ist sehr dumm, aber er ist richtig cool. Ja, und er singt sehr gut. Ich finde es immer voll cool, wenn die zusammen auf der Bühne stehen und du merkst auch, dass sie sich schon voll lang kennen. Und dann
Ja. Wir haben richtig Party gemacht. Wir sind die halbe Zeit einfach nur gesprungen. Ja, das war die ganze Zeit cool. Nicht. Ja. Also Konzerte machen richtig, richtig viel Spaß. Ja, ja, richtig. Definitiv. Ja. Warum seid ihr gerne bei ihm? Er lächelt viel, er ist sehr glücklich auf der Bühne. Die ganze Zeit, also das ist einfach voll gute Laune. Und ja. Dann das wird man uns angesteckt. Ja. Ja. Ja, ihr habt mich ja gefragt, ob was KF ausmacht. Ich würde einfach sagen, dass er halt den ganzen Prozess seiner Musik einfach von A bis Z dabei ist und alles selber macht im Endeffekt. Ne? Also der holt sich natürlich auch seine Produzenten, aber er ist kein Typ, der sich irgendwie was vormachen lässt, sondern ist von A bis Z dabei und das macht ihn im Endeffekt auch aus, würde ich sagen. Wer ist denn eigentlich dieser Karriere? Boah, keine Ahnung, wenn ich das wüsste, würde ich das in der Songnummer machen. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin ich halt. Das, hä? Und wieso sollte man nicht auschecken? Weil ich sehr coole Musik mache, wie ich selber finde. Ich feiere mich selber auch. Also bist du Musiker oder YouTuber? Ich bin auf jeden Fall Musiker, der YouTube macht, wenn du mich so fragst. Also alles richtig gemacht? Ich hoffe doch. Und am München war jetzt von der Chaos-Tour die beste Stadt. Ich fand es wirklich bis jetzt am geilsten hier in München. Gab's ja. Muss ich leider sagen. Wir hatten gar keine Zeit. Wir hatten 3 Stunden Verspätung heute. Ich habe nichts gegessen heute tatsächlich. Ich werde jetzt irgendwas Burger King unterwegs essen. Und war aber eine geile Show. Okay, ja, cool. Cool. Okay. Danke. Geil. Okay, komm gut nach Hause an. Ja? Aber danke nochmal, Kev. Gerne, Mann. Danke, Leute. Ciao. Guten Hunger. Der liebe Kai ist gerade gefahren und hat sich auch echt nochmal Zeit genommen für die wartenden Fans. Das war sehr nett, trotz der VIP-Upgrades, die er anbietet. Der Tag danach. Wir haben uns gestern einen super Eindruck davon verschaffen können, wer denn dieser KF eigentlich ist. Klein, aber oho. Ich war begeistert. Ja, ich auch. Was ich total cool fand, war, dass er sich auch nach dem Konzert dann eben nochmal die Zeit genommen hat für einige von den Fans, die kein VIP-Upgrade mehr ergattern konnten, weil München war es ja auch ausverkauft. Genau, ja. Ist nicht selbstverständlich. Ist auch nicht natürlich vergleichbar gewesen zu dem, was er wirklich anbietet für seine VIP-Experience. Das aber ein kleines Trostpflaster und total nett und fandom. Wir werden uns also definitiv noch weiter mit KF befassen und verrat du uns doch mal, welchen Song von ihm wir unbedingt anhören müssen. Genau, und solange wir von dir nichts hören, hören wir einfach noch ein bisschen weiter. MC Fettys Capri Capri, denn der ist auch bald wieder auf Tour. Wer neulich erst auf Tour war, das war ein Tokyo Hotel, die hatten wie KF auch VIP-Upgrades angeboten. Was wir davon halten, auch das findest du in unseren letzten Videos. Check das unbedingt mal ab und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Ich hatte das nicht so vor der Kamera. Schneiden wir raus.